So, da sind wir wieder bei Need for Speed. Und weiter geht's heute. Eigentlich offiziell bei den Racern, aber es kann gerade sein, dass wir keinen Racer haben. Doch, haben wir. Und zwar eine Vorschau. Und eine Hetzjagd. Okay, nee, alles gut, wir haben Rocket Science Vorschau. Auf geht's. Ein Apollo S? Warum auch nicht? So, unser Ziel ist es, das Ding natürlich nach Hause zu bringen. Sprich, wir haben 2 Minuten 50 Zeit für diese Strecke, um das Ding auf Gold zu fahren. Bronze wären mit 3 Minuten 25, die wir unterbieten. Also jetzt irgendwo zwischen 3,2 und 3,25. Gucken wir einfach mal. Los geht's. Dann fahren wir heute die Racer-Dinger. Damit wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen auf Racer Jagd gehen können. So, wie war 13,7 Kilometer lang 2 Minuten 50 Zeit. Ich weiß nur nicht, wie das ist, ob das Zeitstrafen gibt. Wenn wir ein bisschen an die Wand fahren. Ich bring's jetzt nicht. Das geht jetzt natürlich nicht. Warst du fest genug oder? Es gibt keine. So, wir haben noch eine gute Minute. Was? Fast 2 Minuten. Ja, das hab ich jetzt nicht gesehen. Ja, da kann man nicht. Da hat es mich ein bisschen weggedrückt, wieder reingedrückt in die Straße. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen am Gegenverkehr, damit ich ein bisschen mehr Nitro sammeln kann. Sechs Kilometer. Oh. Ah, das okay, jetzt haben wir noch 50 Sekunden für 4 Kilometer. Ah, schaffen wir das nicht, wahrscheinlich. Du bist gerade was fest. Nee, da kommen wir zu den Schlangen, die hier. Silber 3-2 ist in Silberzeit. Okay. Ich hab noch nicht das Ganze. Jedenfalls mal wieder einen Rennen am ersten Versuch geschafft. 3 Minuten 6 für Rocket Science. Und es fehlen noch meine 16 Sekunden. Etwas müsste man Level abkriegen, damit wir überhaupt mit den nächsten Rennen weitermachen können, weil dann können wir nämlich, glaube ich, schon in die nächste Klasse aufsteigen. Jo, jedenfalls haben wir das Ding durch. Da war noch irgendwo ein Rennen, was wir noch nicht hatten. Eine Hetzjagd mit der M-Power. Das letzte Rennen für heute, was wir uns definitiv antun. Ja. Unser Ziel ist es, die vorgegebenen Zeiten zu fahren.
Und zwar mit 2 Minuten 55 als beste Zeit. Gut, okay, das sind 5 Sekunden mehr, als wir das eben hatten. Aber wieder 3,40 ist so das Maximum. Und dann hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Insgesamt sind es 11,8 Kilometer, die uns jetzt bevorstehen. Ich weiß nicht, ob das, was jetzt gedauert hat. Ich habe Nägel dabei. Wie viel? Ich weiß nicht, was es ist, aber wir haben Nägel. Ich vermute, das werden wir da gleich auf den Kopf oder einen Gegner treffen. Komm. Und zwar ein fertige Fit gefunden hat. Und das ist nicht nur eine, wir haben zwei Autos Minimum jetzt gerade gegen uns. Bye-bye. Einer habe ich schon mal weg. Seht ihr das? Der Typ richtet jede Menge Schaden. Ich habe doch gar nichts getan. Ich habe Kontakt. Was klar, dass der mich so lange drückt, bis ich dann in den Gegner fliege. Denn im Leben hätte ich ihn nicht erwischt. So. Das war für die blöde Aktion, du Idiot. Kumpel nehme ich mal direkt mit, damit ich schon mal da ein bisschen Ruhe habe. Jetzt kann ich mir das Rennen in Ruhe fahren. Ich hoffe zumindest, dass ich das nicht dabei jetzt. Also zwei hatten wir, die haben wir beide weg. Gott sei Dank. Die habe ich wahrscheinlich los, aber ich habe sie zumindest mal gekrallt. Ich habe genug von der Seite von euch. Der BW macht das so eine Laune hier rum. Also Gold, wir haben es definitiv nicht hinbekommen, da war zu viel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, dass auch kein weiterer Kopf jetzt ins gleich davor steht. Wir haben noch 11 Sekunden für zumindest auf Gold, aber wir schaffen es wahrscheinlich auf Silber, da bin ich nicht die knappe Zeit zum letzten sind. So, schauen wir mal, bei das Ding jetzt noch. Ja, nee, alles gut, gerade aus, komplett. Wir sehen, dass der Gegenpacker kommt. Silber oder sowas wäre mir lieber gewesen. Aber dafür war es nicht machbar. Egal, wir haben es auf Bronze, wir haben es geschafft. Das ist erstmal das oberste Ziel. Dementsprechend haben wir es geschafft. Und wir sind, weil ich Trophäe schon bekommen habe, sicherlich einen Rang höher. Das heißt Delinquent 1. Sprich, wir haben einen neuen Level. So. Wir sind Delinquent, Fahndungsstufe Nummer 6. 10 gibt es übrigens insgesamt, nur so nebenbei. Und wir haben eine neue Serie, dementsprechend auch neue Rennen. Super Events jetzt verfügbar. Und ein neues Auto. Und zwar Ford GT aus der Exoten-Serie. Ja, ist ein gutes Stück. 2006er Baujahr, 165.000 Dollar teuer. Gut. Liebe Leute, wir sind heute
damit dann durch. Ich weiß nicht, wann wir da noch Rennen haben. Auf jeden Fall müssten wir eigentlich neue Rennen bekommen haben, weil... Ja, Avalanche, das ist ein Subsuit. Sorry, wenn ich es ein bisschen falsch ausspreche. Scheinbar ist es das nur. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige, was wir nur bekommen haben. Na gut, in der nächsten Folge machen wir sowieso erstmal weiter mit den Racern. Mit den Cops, Entschuldigung. Und dann gucken wir mal. Dann versuchen wir da auch nochmal Stufe 6 aufzusteigen. Ja, bis dahin und tschüss.